Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute sage ich euch, wie Sie ein Bild ausschneiden können und auch anfügen können. Also einfach rund ausschneiden mit dem Werkzeug können wir machen. Und dann holen wir das Werkzeug und dann markieren wir die Stelle, die wir einfach rund ausschneiden wollen. Und wenn wir fertig sind, dann können wir einfach kopieren, die Stelle kopieren und dann irgendwo in einem neuen Projekt einfach anfügen. Also die Stelle ist schon markiert, wir kopieren die Steuerungstaste C. Und dann öffnen wir ein neues Projekt, wo wir anfügen können. Und sofort wird es schon angefügt. Und Sie können auch hier weiter arbeiten, indem Sie zum Beispiel sagen, ja, Sie wollen zum Beispiel die Hintergrundfarbe ändern in Schwarz. Dann machen Sie es. Drücken Sie einfach auf das Projekt. Sie können auch das Projekt zum Beispiel vergrößern. Drücken Sie einfach drauf in diesem Werkzeug. Und Sie können auch zum Beispiel auch verkleinern und vergrößern. Sie können auch richtig verschieben, wie Sie einfach haben wollen, positionieren, wie Sie haben wollen. Und dort dann können Sie noch mal ein bisschen vergrößern, wie Sie wollen. Und Sie sehen schon. Und hin und hier wird einfach, Sie können einfach hin, das Projekt hin und hier einfach so machen. Sie können auch zum Beispiel noch mal drehen, wie Sie einfach wollen. Markieren Sie die, das auf, drücken Sie auf das Projekt mit dem Werkzeug, dann können Sie zum Beispiel drehen. Und dann rotieren können Sie einfach drücken. Und Sie können zum Beispiel nochmal ein bisschen skalieren oder alles machen, was Sie haben wollen. Und ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.